Heute wurde auf Malta der Kapitän der Lifeline zu 10.000 Euro Strafe verurteilt. Ihm werden Registrierungsfehler vorgeworfen. Er war draußen auf See und hat Menschen gerettet. Und dass Registrierungsfehler jetzt im Prinzip über Seenotrettung steht, ist schon ein Ding. Da muss man wirklich sagen, Leute, konzentriert euch auf das, um was es wirklich geht. Wir wissen, im Mittelmeer sind Tausende von Menschen ertrunken. Tausende, die alles besser fanden, als in Libyen in diesen Lagern zu sitzen und zu warten, was aus ihnen wird. Und ich glaube, dass jetzt es an der Zeit ist, dass wir auch gerade im Europawahlkampf das thematisieren, wovor sich Europa bisher gescheut hat, es überhaupt zu organisieren. Nämlich, was machen wir gemeinsam mit dem Thema Flucht, Vertreibung? Und vor allen Dingen, wir dürfen Seenotrettung doch bitte nicht kriminalisieren. Das ist doch wirklich, also alles, was gegen menschliche Regeln gerichtet wäre. Und da muss Europa auch in die Pflicht genommen werden. Wir können es nicht NGOs überlassen, die Seenotrettung zu organisieren, dabei dann auch noch Gefahr zu laufen, selber verurteilt zu werden wegen irgendwelcher Registrierungsfehler. Sondern wir müssen ganz klar sagen, Europa muss Seenotrettung betreiben, Europa muss für sichere Fluchtwege sorgen. Europa darf keine NGOs kriminalisieren, die für sie in die Bresche springen. Europa braucht Staaten, die willig sind, Menschen aufzunehmen. Und wir brauchen Kommunen, Städte, die sagen, wir erklären uns zu sicheren Häfen. Wenn wir das nicht hinkriegen im Europawahlkampf, dann weiß ich wirklich nicht mehr, um was es da gehen soll bei Europa. Lasst uns dieses soziale Europa also ausgestalten. Dafür wäre ich.